Ausgabe 42, Motor ist schon eingebaut, sieht schon gewisse Kleinteile auch schon. Und in dieser Ausgabe kommt jetzt auch schon die erste Elektronik, sieht nur ein Kabelsalat. Der wird jetzt in dieser Ausgabe mit eingebaut. Warum nicht? Das ist viel zu schnell. Ich hatte gerade einen Wildunfall. Wildunfall, frug der Chef. Ab der Ausgabe 42 wird jetzt die Elektronik eingebaut. Jetzt schon. Schon das Kabel verlegt. Den Sound, den Lautsprecher. Da haben wir schon die Beleuchtung für Armaturenbrett, Scheinwerfer, Blinker. Weiter hinten. Schon verkabelt alles. Hinten kommt dann die Rückbeleuchtung. Und jetzt wird der Chip wieder eingebaut, wie man schon sieht hier. Das ist die nächste Aufgabe. Das war die Aufgabe 42. Mit der 42. Ausgabe ist jetzt die Elektronik eingebaut. Und auf Schalter. Das Klavier ist jetzt zum Schutz, dass die Batterie nicht rausfällt. Machen wir einen kleinen Funktionstest schon einmal. Leuchtung ein. Wieder leider schlecht, jetzt noch zu hell ist. Also funktioniert. Das ist Bremslicht. Der Ausgabe 43 ist der Tank eingebaut worden. Und jetzt kommt die Ausgabe 44, das heißt, da fangen wir jetzt an mit dem Oberbau. Das untere Teil ist abgeschlossen. Das können wir umdrehen und fangen dann oben weiter an. Das Teil von der 44 Oberplatte ist jetzt wieder aus Plastik. Und so schön die Einstiegslogen, Reparaturlogen. Das ist der Bereich vom Fahrerplatz. Da im Bereich. Sehr fein gearbeitet. Bei der Ausgabe 45 kommt jetzt das Lenkrad. Ist auch aus Metall. Das ist schön gebaut. Also sieht man richtig die Lederriemenabdrücke. Die Lenksäule auch aus Metall. Schön schwer. Und die Antriebswelle ist auch sehr schön, auch aus Metall. Aber der Bus muss wirklich im Endeffekt ein ordentliches Gewicht zustande bekommen bei den Metallteilen. Da hat es auch schon drin. Ausgabe 46, jetzt das Armaturenbrett. So schön mit der Holzverkleidung, wie es beim Icarus-Bus üblich war. Schön ist auch beleuchtet, die innen transparent. Beleuchtung, sieht man schön hier die LEDs, die kommen dann dahinter. Dann die Aussparung hier, die kommt dann praktisch und dann dort eingebaut. Neugierig auf die Beleuchtung.